Das war er ja sogar Oberst. Vogels Verbindungsmann zur Stasi, Heinz Vollbart. Die gute Nachricht zuerst. Das Zentralkomitee hat entschieden, die Gefangenen können raus. Ist doch gut. In entspannter Atmosphäre verhandeln die Herren mitten im Kalten Krieg über einzelne Häftlinge. Nicht immer mit Erfolg. Wichtig ist, wir einigen uns erstmal auf die anderen Namen. Wenn wir da übereinstimmen, wird es für mich auch einfacher zu verhandeln. Aber Frau Arnold hat mich dringend um Hilfe gebeten. Auch die DDR hat Wünsche. Wenn wir ihnen entgegenkommen, müssen sie uns entgegenkommen. Reimer, die Gefangenen haben in der DDR viel Schaden angerichtet. Und sind hier ausgebildet worden, haben den Staat auch Geld gekostet. Man erwartet dafür eine wirtschaftliche Gegenleistung. Cognac? Cognac bekommt man nicht so gut. Was für eine Gegenleistung wird denn erwartet? Nun, wir könnten im Moment ganz gut Kali gebrauchen. Sehr gut. So werden einige Häftlinge aus Kirchenkreisen gegen die Lieferung von Stickstoffdünger und anderen Waren, die in der DDR benötigt werden, freigelassen. Den Warentransfer in den Osten übernimmt das Diakonische Werk in Stuttgart.